Felix, ich glaube, wir müssen mal hier in dieser Folge ein bisschen aufklären, weil viele Leute meinen immer noch, dass wir Streit haben. Das stimmt sogar. Und zwar, ich kann euch die Geschichte erzählen, ob Felix und ich Streit haben. Wir haben tatsächlich richtig Streit gehabt, Felix und ich. Okay. Ja, es begab sich an einem warmen Sommertag. Yo, Freunde! Willkommen zu einer neuen Folge Crafter Ja, zusammen komm mit mal dem Re runter, mein Freund. Petrit, wie geht es dir? Ja, wie es Ja, mir geht, ja. eigentlich ist sehr bescheiden. Oh, da ist ein Hurensohn. Da ist ein Hurensohn. Da ist ein Hurensohn. Der explodiert! Oh nein, tut er nicht. Tut er nicht, weil ich ihn weggeklatscht habe. Ja, Freunde. Im Moment, seht ihr, spiele ich Was ich unheimlich gerne Craft Attack. Weil einfach das Haus mir so viel Spaß macht. Das Haus? An welchem Haus baust du eigentlich gerade? An meinem hier, also was heißt an meinem Pet Rotpilz, also Felix ist ja Oh seit mein Jahren nicht mehr Gott. da gewesen, deshalb ist es jetzt einfach meins und der kann gucken, wo er wohnt, der Penner. Ich baue nicht mehr Ich bin draußen. tot, ich bin tot, ich Wie, du bin bist tot. tot. Warum? Ich bin tot. Ja, warum passiert dir sowas? Ich hab ein Herz noch. Ja, wo bist du denn? Wieso Bei stirbst du einfach? Debitor im Pool. Oh mein Gott. Hä? Warum? Aus welchem Grund? Ich bin runtergefallen und jetzt, okay, vielleicht überlebe ich doch noch. Ja gut, ich könnte dich natürlich jetzt retten, Patrick. Ich könnte aber auch jetzt da hinkommen und über dich lachen. Ja, was wäre dir lieber? Ja, findest du? Was fändest du cooler, wenn ich über dich lache oder ein bisschen dich rette? Darf man überhaupt nicht? Nein! Hehehe. Och Mann, Ja, dieses Hurensohn-Game. Ohne Witz, irgendeine Missgeburt hat mir meine Diamantrüstung abgezogen. Ich weiß aber nicht. Wenn Ach. ich das wüsste, würde ich das sagen, aber ich weiß es wirklich nicht. Hat das Wichserei, Carscrafter? Alter. Was? Hat das nicht Carscrafter Keine genannt? Ahnung, wo die ganzen Sachen jetzt sind. Ich weiß nicht, irgendwer hat mich ja getötet und dann sind die Sachen jetzt weg einfach. Keine Hast keine Ahnung. Diamanten? Nein, ich habe keine mehr. Ich habe noch 17 Stück und ich will die nicht verbrauchen. Okay, für was willst du denn sonst Ja, weiß ich nicht. verbrauchen? Ich will aber nicht nochmal eine Rüstung machen, weil mir die eh wieder von irgendeinem Spastiker weggenommen wird. Ja, okay. So, das Problem ist einfach, dass ein gewisser Herr Pilz auch gesagt hat, ja, ich mache die Mobfalle, dass die funktioniert. Aber Herr Pilz sieht es nicht ein, seit Jahren, seit Monaten nicht mehr Craft Attack zu spielen. Dementsprechend ist Herr Pilz nicht in der Lage, hier irgendetwas Produktives zu machen. Das heißt, quasi ist Herr Pilz im Moment sowieso nicht auffindbar. Was ein bisschen traurig ist, aber gut. Herr Pilz? Was, Herr Pilz, Ich richtig. glaube, ich kenne diesen Herr Pilz. Ja, ich weiß nicht, das ist manchmal eine ziemliche Missgeburt, ne? Aber das darf man natürlich jetzt auch nicht ernst nehmen, Freunde. Boah, da juckt schon wieder meine Nase. Ich box da drauf. Ey, Junge, Junge, Junge. Petrit, bevor wir jetzt hier so Ja. in so eine Schlafstimmung verfallen, weil es ist ja schon wieder etwas später, wo wir aufnehmen, Ja, ich hätte wieder Lust zu schlafen. werden wir jetzt. Was macht der denn jetzt hier? Ich rede gerade über Herr Pilz und jetzt ist er einfach da. Aus welchem Ja. Grund? Wenn er mich jetzt, ohne Witz, der wird mich jetzt sicherlich nerven. Kann man nicht mal zu Ende kacke. Schnauze. Du Wichser. Wo ist Und denn hier mein kommt her. Bogen? Ja, jetzt kommt er wieder, weißt du? Jetzt kommt die Missgestalt, ja? Was soll man machen? Halt die Fresse, Felix. Halt die Fresse, Felix. Felix, du hältst die Fresse. Ich boxe jetzt darunter. Felix, es reicht. Felix, ich eskaliere. Ich raste aus. Ich raste aus! Kleine Missgestalt. Ohne Witz. Das meine ich. Wie kann man so eine Missgeburt sein? Warum? Wie kann man einfach so eine Missgeburt sein? Ich verstehe das nicht, Petrit. Verstehe Petrit, das auch nicht. erklär es mir bitte. Ja, ich verstehe nicht, weil. Warum? Der hat dich ja gar nicht getötet, aber komisch. Oh, Alter, jetzt sind auch. Jetzt ist. Oh, ich hasse es, ohne Witz, ne? Ganz ehrlich, deshalb nehme ich auch gerade mit Felix den Moment auf. Weil er es halt immer wieder witzig findet, solche Aktionen zu bringen und halt kurz vor besagten Terminen einfach mal gar nicht da zu sein oder nicht abzusagen. Aber das ist ein anderes Thema, was ich persönlich mit Felix klären muss und nicht hier in der Aufnahme. Freunde, wir wollen uns heute ein bisschen über die. We Jetzt ist auch meine Wolle weg, Mann, diese Missgestalt, wo ist die Ja, Wolle? keine Ahnung, ich hab die Wolle, glaube ich. Nee, die war hier oben. Ist okay. Ohne Witz. Was? Petra, kannst du mir ein bisschen mit den Monstern hier helfen? Felix hat auch meine Rüstung aufgesammelt. Ja, ich kann dir helfen. Dann mach du mal. Ah, guck mal, die kämpfen, Alter. Warte mal. Mark, los. Mark, Angriff, komm. Los, Mark, mach ihn fertig. Mark, los. Los, Mark. Mark, wo läufst du? Hallo? Ja gut, ich weiß Okay, jetzt gar nicht du mal hast so Mark gut. Dann getötet. klatsch ihn mal bitte weg. Du hast Mark getötet. Petrit, wir haben folgendes Thema heute. Und zwar möchten wir ein bisschen über die WM reden.
Okay. Also hatte ich mir so gedacht, weil es gibt ja immer wieder ganz verschiedene Leute, die sagen, ey, Fußball voll geil. Und dann gibt es ja die Leute so, ey, du Hurensohn, guckst Fußball? Ganz ehrlich, ich ficke deine Mutter. Also ich kann Fußball nur bei der WM ertragen, sonst gucke ich das anders gar nicht. Nee. Also ich muss sagen, ich kann mir schon zwischendurch mal Bundesliga angucken. Aber natürlich ist bei der WM auch immer ein ganz anderes Feeling. Ja, außer wenn Shakiri spielt, ne, da kann ich mir ja, Shakira finde ich auch echt geil. Die hat auch richtig geile Hüften, ne, und ja, auch... Die hat auch echt geile Booties, also so. Ja, Shakira. Shakira Beste, ohne Witz. Vor allem, wenn Shakira halt ein Tor macht, das ist Hammer. Oder hier das auch, hier, wie heißt der hier, der Bruder von Justin Bieber, dieser Peter. Messi. Ja, genau, den meine ich, genau, er ist echt klasse, Junge, ich feiere das so hart, ne. Das hier war, glaube ich, mein Zimmer, so. Ich hole mir hier mal ein Doppelbett hin, damit ich Fettsack hier in Ruhe schlafen kann. Und ja, erzähl du zuerst, Patrick. Ich wollte nur sagen, es ist doch schon Tag, warum brauchst du ein Bett? Aber egal. Nee, ich richte mir jetzt hier auch meinen Schlaf gemacht, so ein bisschen ein. Ich geh jetzt wieder ganz ehrlich, diese Spastika-Mistgeburt von Rotpilz hat jetzt auch einfach, meinen krassen Bogen mitgenommen, hat einfach meine Dia-Axt, ohne Witz, ich könnte ausrasten. Was soll solche Aktionen? Warte. Gib mir wenigstens meine Sachen, du Missgestalt. Jetzt ist er wieder weg, weißt du? Ich verstehe es nicht. Nein, ich verstehe einfach nicht. Der hat Internetprobleme gerade. Nein, der hat einfach eine Behinderung in seinem Gehirn. Das ist sein Problem. So sieht's aus. Und jetzt freuen wir uns nicht wieder. Habt ihr Streit? Du und Felix, ihr mögt euch gar nicht mehr. Ihr habt voll den Beef. Fickt euch alle! Ohne Witz. Boah, wie viel Alarm was? Du heute hast, Alter. Überhaupt nicht ja gar nicht heute. Ja, so rumzuschreien. Ja, ich bin eigentlich relativ gut drauf. Deutschland eben 4-0 gewonnen. Ich bin eben so ein bisschen nackt über die Straße gelaufen. Ich war eigentlich für Portugal. Kleiner Alter. Wichser. Wichser Petrit. Weißt du, lebst bei uns, lebst hier bei uns im Land, ja? Auf unsere Kosten, Petrit. Und dann kommst du hier an. Ich bin für Portugal. Ich bin Petrit. Nee, jetzt mal Spaß beiseite, ne? Wenn ich mal so wirklich mal nicht für Deutschland bin, ne, dann komm wirklich. Also ich finde das so voll. Macht ja keinen Sinn, wenn ich auch nicht mal für Deutschland bin manchmal und dann sagen die, du lebst hier in unserem Land, das ist ja Fußball, das ist ja ein Sport. Ja nee, cool. Petrit, nee, ist nicht. Nee, ist. Das ist mehr als Sport. Nein, ist es nicht. Was hältst du deine... Petrit. Das ist scheiße, Mann. Petrit, es reicht. Boah. Petrit, es reicht. Jetzt hast du dir viele Feinde gemacht, glaube ich. Freunde, könnt ihr das tolerieren, wenn Petrit so einen Kessenspruch raushaut? Ich sage ja auch, dass Albanien schlecht im Fußball ist und dass ich mich freue, dass sie nicht in der WM dabei sind. Dass sie sich nicht blamieren, Alter. Richtig froh war ich, Alter, als ich gehört habe, dass sie sich nicht qualifiziert haben. Bist du ein Spasti, Junge? Ja, aber was soll ich denn sagen? Wie verlieren die gegen so Costa Rica 10-0 oder so, Alter? Wir würden die wirklich. Petrit, richtiger Verräter, XD. Nee, richtiger Verräter bist du, Felix, ja? Aber wie gesagt, das trete ich jetzt hier nicht breit. Das werde ich mit dem Jungen in einem 1-gegen-1 Öl-Wrestling kämpfen. Öl-Wrestling? Ja, wir machen immer Öl-Wrestling. Wenn wir ein bisschen Ärger miteinander haben, machen wir Öl-Wrestling. Wie Move. Was willst du, Missgestalt? User verpiss dich! Verpiss dich, hab ich gesagt! Sehe ich jetzt nicht ein? Nö, doch verpiss dich, Felix! Ehrlich jetzt! Ist jetzt zu spät, brauchst jetzt nicht mehr ankommen, ne? Ich nehme jetzt auch schon auf und ich schneide das auch nicht raus! Arschloch, Wichser, Penner, Penis, Schlampe, Hurensohn, Penner, Wichser! Ich liebe dich! Schwuchtel! Kleine Missgeburt! Gib mir meine Sachen! Gib mir meine Sachen! Ich hab gar nichts von deinem Zeug, Alter, WTF! Okay, komm runter, okay? Wir chillen jetzt erstmal und freuen uns, dass Deutschland gewonnen hat, ja? Nö. Wie nö? Deutschland ist eine schlechte Mannschaft. Ganz ehrlich, sogar Felix. Albanien gewinnt gegen Deutschland. Hast du ja gesehen, dass sie so schlecht ist? Nein, natürlich nicht, Alter. Felix, ich glaube, wir müssen mal hier in dieser Folge ein bisschen aufklären, weil viele Leute meinen immer noch, dass wir Streit haben. Das stimmt sogar. Und zwar, ich kann euch die Geschichte erzählen, ob Felix und ich Streit haben. Wir haben tatsächlich richtig Streit gehabt, Felix und ich. Ja, es begab sich an einem warmen Sommertag. Es war ein warmer Sommertag, wir waren zusammen am Rheinufer und da waren Hotdog-Verkäufer, ja, und ich mag richtig gerne Hotdogs. Ich hatte halt kein Kleingeld. Das ist nach einer wahren Begebenheit. Und ich hatte einfach kein Kleingeld und Felix ist da hingegangen, hey Revi, soll ich dir einen Hotdog kaufen? Und ich so, ja, und ich war richtig glücklich, dass er mir einen Hotdog gekauft hat. Und dann hat diese Mistgeburt diesen Hotdog genommen, den auf den Boden geworfen und ist mit seinem Longboard da drüber gefahren. Und seitdem hasse ich Felix, weil der hat nämlich meinen letzten Hotdog. Aber ich hab den Hotdog aufgegessen, weil ich springe. Ja, du... Patrick, warum? Warum reitest du dich immer selber so in die Scheiße? Ich verstehe das nicht. Wieso? Das macht voll Spaß. Das kribbelt im Bauch. Weißt du, was in meinem Bauch kribbelt? Mein Pippi, Mann. Ich weiß. Kleine Wichser.
Warum tust du das? Ich bin wütend auf Revi, weil er einfach seine Galaxy, seine Adventure Time Folge einen Tag zu früh bringt. Ja gut! Jetzt! Ja gut, das hab ich! Warum seid ihr so gut motiviert, WTF? Weil Deutschland eben gewonnen hat. Ja und? Das ist doch scheiße, ja. Warum bist du so demotiviert, hä? Echt, hast du? Patrick hat doch eben gesagt, er hasst Deutschland. Nein, das doch, hast du. Gesagt. Ich schneide das sofort. Petro, du weißt ja, dass ich mir vor jeder Aufnahme eine Line Koks ziehe. Scheiße, Mann, ich brauch den Scheiß, Ja, stell mal vor, dass Nee, auf jeden Fall, Felix, wir haben jetzt hier halt die Möglichkeit, unseren Streit beizulegen. Du musst einfach nur sagen, ich gebe dir den Text vor, okay? Sagst jetzt, hallo Revi, Entschuldigung, dass ich ein Hurensohn war, ich liebe dich. Das musst du jetzt sagen. Hallo Revi, okay. Entschuldigung, dass ich über deinen Hotdog gefahren bin, ich liebe dich. Nein! Ohne Witz, warum? Mein armer Hotdog. Wo gibt's eigentlich den Wald zum Bäume fällen? Guck mal hinter dem einen Wald, den wir angelegt haben. Da ist noch einer. Da wusste er aber. Du spast. Ja, was ist dein Problem, Junge? Hier ist überall Wald. Nein, ist es nicht. Ich will in die alte Stadt zurück. Da gab's richtig viele Bäume. Du willst in die Altstadt zurück? Du willst Markthand verlassen, ja? Ja, will ich. Warum? Patrick, warum? Nein. Warum? Einfach mal verlassen. Aber du kommst wieder. Mach keine Ahnung, je nachdem. Petter, das finde ich jetzt echt scheiße von dir. Das finde ich scheiße. Felix, ist das Verrat? Ja, ne? Nee, das ist eigentlich... Ja, das ist Verrat. Ich glaube, was Gutes eigentlich. Felix spielt sich gerade wieder in den Teambereich rum, deshalb ist er so ein bisschen... Ich baue doch schon hier Holz, hab chillt und ich bleib hier. Ja, Petter, dann gib uns aber das auch, ne? Du bist ja unser Sklave, oder? Was? Nein. Hey, nicht mehr? Ich brauch das Holz, um es zu essen. Was bist du für ein Spasti? Du brauchst das Holz, um deine Zähne wiederherzustellen, du Spacko. Ja, scheiße. Ja, das aber eigentlich auch. Revi. Ja. Die Küche sieht schön aus. Mhm. Meinst du das ernst? Ja. Ehrlich? Aber eins beklagt mich die ganze Zeit. Guck mal, du hast 87 Tode. Mhm. Wenn du noch einen mehr hast, da kannst du ganz laut Heil Hitler brüllen. Nee, das mache ich aber nicht, Felix. Warum? Weil es ja kein Anlass. Felix, du lässt es bitte. Es gibt dafür keinen Anlass, jetzt hier solche Sachen in meiner Aufnahme zu sagen, ja? Ja, aber das sagst du doch so. Hey, aber wenn wir aufhören aufzunehmen, dann sagst du, brüllt das immer ganz laut. Ja, das ist aber eine andere Sache, das interessiert die Leute auch nicht. Hast du das schon nicht auch tätowiert, Heil Hitler? Ich hab einfach ein Hakenkreuz auf meinem Kopf. Hast du nicht so ein Hakenkreuz auf deiner Schulter? Nein, auf meinem Kopf. Nö, der gefällt mir nicht. Verpiss dich! Mann, warum fuckst du mich jetzt schon wieder ab, du kleine Missgestalt? Mach doch dein eigenes Zimmer, du Wichser! Ja, okay, der kommt jetzt in mein Zimmer, der Teppich, okay? Nein, deine Mutter kommt in mein Zimmer. So, ich bin fertig mit meinem Zimmer. Komm gucken, ich bin in meinem Zimmer fertig. Kleine Mistgestalt. Raus. Du hast. Felix! Patrick. Nein! Patrick! Warum? 88, 88. Oh, Patrick! 88. Boah, ich hasse euch beide so. Ich geb dir dafür auch Diamanten. Gib mir dafür. Machst du mir dafür eine Dia-Rüstung, Patrick, bitte? Nur eine komplette? Ja. Viele Diamanten habe ich gar nicht, leider. Wie hast du? Ich habe zwei Stück. Ich wollte dir eigentlich einen geben. Kleiner Spasti. Felix, hast du noch Diamanten? Meine letzten Diamanten habe ich ausgeben müssen, weil ein Zombie hat mich getötet einmal und dann waren alle meine Sachen weg. Warte, hier nimm die Schaufel. Gib mir einfach deine Rüstung, Patrick. Ja, die ist doch fast kaputt, Alter. Die hat nur so ein Lebenszeichen. Ach, ihr Spasti. Mann, da muss ich nächstes Mal wieder farmen gehen, Freunde. Ach, ja, du schuldest mir eh noch eine halbe Diamantrüstung. Felix, weißt du, was du mir schuldest? Du schuldest mir noch so viel Geld und so viele Blowjobs von deiner Mutter, du kleine Wichsschlampe, ohne Witz. Ey. Ja, regel das mit ihr. Ich habe immer gesagt, regel das mit ihr. Ich habe dir sogar die Handynummer durchgeschickt. Ich aber bin nein. Felix' Mutter. Ich nehme eine Sippe nicht in den Mund. Nur viel Geld. Ich schulde euch auch was. Was? Keine Ahnung, viel Geld wahrscheinlich, wie immer. Wie immer, sagt er. Ist jetzt einfach schon gewöhnt, ja. Patrick, du schuldest mir noch zwei Döner, Patrick. Das stimmt, ihr auch. Zwei ausgegeben. Nee. Doch. Warum schulde ich dir zwei Döner, Felix? Doch, wegen dem Dislike-Ding. Wegen dem Dislike-Ding. Genau, das weiß ich mir zwei Döner. Und Felix schuldet mir nämlich noch sechs Döner wegen dem Dislike-Ding. Das weiß ich nämlich. Was? Hä? Bitte? Was? Wir haben doch einmal bei Craft Attack habe ich gesagt, wenn ihr 1000 Dislikes bei Patrick schafft, also nur bei dem Video, jetzt nicht hier, sondern wenn ihr 1000 Dislikes bei Patrick schafft, dann würde ich einen Döner bekommen. Und dann haben wir beide abgemacht, bei 5000 kriege ich einen zweiten. Und das hat 5000 gehabt. Was erzählst du für Geschichten, was habe ich noch nie gemacht? Doch, haben wir. Nein, ich war dabei. Nein, ich war dabei. Ja, das kann man... Das cool, Felix. Das ist im Internet. Aha, cool. Aha. Sag okay, mal deiner Fetten, mach mal, die soll von der Internetleitung runtergehen. Ist mir egal. Nee, ist mir nicht. Dummer Spacko. Ich wollte eigentlich ist was bauen einfach nicht in der Folge. Super, Wichser. Hab ich das Ding gekriegt. Super. Ja, ich hab mein Schlafzimmer ein bisschen eingerichtet. Ist zwar noch nicht fertig, vielleicht baue ich hier oben noch eine zweite Etage ein. Mal gucken. Ach so. Aber. Ich baue jetzt euer Haus zu. Ja, bitte. Was? Okay. Nein! Felix, verhindere das mal.
Hallo? Ist schon gut, ich bin fertig, ich hab schon gemacht. Ach, hä? Wer hat gerade den Teppich kaputt gemacht? Okay, nee, ich bin draußen. So, drin habe ich nichts kaputt gemacht. Hä? Ich bin auch draußen. Hä? Mysteriös. Hä? Das war ich aber gar nicht selber, oder? Gesundheit. Keine Ahnung, Mann. Oh, Alter, Alter, Alter. Hä, wie ist das passiert? Ach, egal. Was denn? Ich versteh's nicht. Ja, jedenfalls, Freunde, würde ich sagen, war's das von dieser Folge Craftic. Jetzt wisst ihr, warum. Tode. Jetzt wisst ihr, warum Rotpilz und ich Streit haben. 88 Tode. Wenn ihr vielleicht wollt, könnt ihr mir einen Hotdog ausgeben. Ich hab nämlich ein bisschen Hunger und das war's von der Folge Craft Attack. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und hinterlasst eine positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und wenn Rotpilz ein Hurensohn ist. Tschüss.